Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Inmost. Wir sind gerade auf dem Weg runter in die Mine, um in einem Spinnennetz Materialien für einen Truthahn zu sammeln. Und für diejenigen, die sich denken, what the fuck redet der da? Ich habe doch keine Ahnung. Aber das ist das, was wir tun sollen. Und ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man noch einen Kran freischaltet und das dann rausziehen kann. Ha. Hep. Und hep. So. Das Spiel speichert wahrscheinlich. Irgendwas wird wahrscheinlich passieren. Oh! Es riecht merkwürdig. Wieso wieder das gleiche kleine Mädchen? Eichhörnchen! Oder ein Waschbär? Wie riecht ein Waschbär? Gute Frage. So, schätze ich. Wir sind so langsam untersuchen. Eine Eichel an einem Stock. Hat da jemand versucht, sich mit einem Eichhörnchen anzufreunden oder einem Waschbären? Kann ich hier rauf? Nö. Aber ich kann einfach durch die Tür. Okay. Das ist die Schaukel. Also ich finde es ja schon gefährlich, mit dem Mann durch die Gegend zu laufen, mit einem kleinen Mädchen. Ein Teetisch ohne Kessel. Und niemand zum Tee trinken. Die Schaukel ist kaputt. Ja, das weiß ich. Ist das dein Haus? Ich kann nicht durch die Tür. Also muss ich hier wohl nicht lang. Dann gehen wir nach links. Mit kleinen, kleinen Schritten. Oh, ein Kessel! Oh oh. Siehst du denn nicht die Ranken, die aussehen wie Hände? Mädchen! Also sagst du nichts? Da ist Regenwasser drin. Und etwas Stroh. Hä? Huh? Ist das der Teekessel von dem Truthahn? Was macht der hier? Ich nehme ihn mit, dann kann ich schön Tee kochen. Weil der Truthahnmann, der hat ja auch Tee gemacht aus Stroh. Weil er sonst nichts anderes mehr hatte. Ist hier drüben jetzt offen? Ja. Mama? Warte, Mama! Kannst du da nicht runter? Traust du dich nicht? Wir müssen sicherere Routen nehmen mit ihr. Wo sie sich nicht den Hals sofort bricht. Oh! Hier sind wir doch abgehauen. Ich erinnere mich. Wir sind da oben aus dem Luftschacht rausgekommen. Da oben. Moment, wo ist meine Maus? Ich hab keine Maus! Ah! Na gut. Hier war zu. Hier ist immer noch zu. Das konnte man aufmachen, da war nichts drin. Ich kann hier hochgehen. Kann ich da rauf? Ein alter Plattenspieler, er funktioniert sogar noch. Die Tür geht nicht auf, aber die hier geht auf. Ah, doch nicht. Dieser Raum hier, da wo wir jetzt davor stehen, der hier. Muss unser Raum sein. Also der von dem kleinen Mädchen. Erstmal alles aufmachen. Mama? Diese Blume ist vor längerer Zeit vertrocknet. Überall ist Wasser. Siehst du sie nicht? Ich glaube, sie sieht sie nicht. Ich glaube, sie ist gar nicht da. Also vielleicht sieht sie sie schon, aber sie ist gar nicht da. Cornflakes, Eier, Bourbon. Mein tägliches Frühstück. Wow.
Wow. Okay. Ich glaube, die Mutter hat eine psychische Krankheit, weswegen sie ihre Tochter ignoriert. Und manchmal realisiert, dass die Tochter dann doch da ist und das möchte die Mutter vielleicht nicht. Und der Vater kam wahrscheinlich gerade von der Arbeit, hat ihr dann versehentlich den Ball in den Kopf geschossen, sie hat sich zur Mutter geflüchtet. Aber die Mutter will das ja nicht. Und vielleicht hat der Vater der Mutter später was angetan, was das Feuer und den Krieger erklären würde, den wir gesehen haben gerade. Ich kenne keine Zahlen. Diese Tür ist immer verschlossen. Okay. Heißt es, du warst noch nie draußen, Kind? Es ist halt die Frage, ist das vor... Oh. Ist das hier vor der Burg oder ist das schon während der Burg? Es ist dunkel. Der Schalter muss hier irgendwo sein. Yep. Da ist was hinter der Kiste. Oh boy. Ich komme nicht ran. Ist sicher ziemlich schwer. Ist das ein Brecheisen? Ausschalten. Möchte ich nicht. Kann ich was anderes holen, um da reinzukommen? Einen Hocker? Oh, Papa! Papa, warte! No. Ein Geschenk! Eine große Kiste, ich kann mich draufstellen! Sie hat die Puppe einfach weggeschmissen. Interessante Reaktion. Ich glaube, die gesamte Familie hat einen Knacks. Ups. Oh. Schnell zu meiner Kiste. Ist Mama da hinten vielleicht? Moment. Kann ich da reinschauen? Ups. Nein, ich will nicht auf die Kiste. Leg die mal zur Seite. Wir gehen mal zur Mama gucken. Vielleicht ist die ja irgendwo. Vielleicht spielt sie ja mit uns Teeparty. Ist sie vielleicht oben im Baumhaus drin? Wächst da ein Baum auf dem Baum? Nein, hier ist niemand. Aber das muss ja definitiv vor der Zeit spielen, als sie abgehauen ist. Falls sie überhaupt abgehauen ist. Wir haben ja nicht gesehen, dass sie das Haus verlässt. Vielleicht hat sie versucht, sich rauszuschleichen. Und wurde dafür bestraft. Weil die Vordertür ist ja immer verschlossen. Das heißt, die Eltern wollen ja offensichtlich nicht, dass sie rausgeht. Oder einer der Elternteile will auf jeden Fall nicht, dass sie rausgeht. Die Frage ist nur, warum? Hallo? Wer bist denn du, kleines Ding? Warum sitzt du hier ganz allein? Was ist das? Ist das ein Hund? Oh. Das war wohl eine Erinnerung vom Papa. Und
ihm geht's, glaube ich, nicht so gut. Ist dann das hier das Baumhaus? Da ist wieder der Fuchs. Ah. Schwierig zu sagen. Wir haben auch immer noch kein Messer. Werden wir wohl erst jetzt wahrscheinlich in der Mine kriegen oder vielleicht irgendwo anders. Spinnweben. Es bewegt sich hinter uns her. Das ist das Ekligste an der ganzen Sache hier. Was ist das? Ah! Raus. Das ist ein Bolzen, der das Ding festhält. Huch. Ach, hier ist eine Speicherlaterne. Okay. Hep. Bitte mal rausziehen, damit wir durchkommen. Ich kann trotzdem nicht da raufspringen. Dann gehe ich halt hier lang. Nicht von der Spinne kriegen lassen und da hinten an der Wand schleimt auch irgendwas rum. Das machst du bitte kaputt. Ich will das Zeug da drin haben. Oh Gott, was hat die Spinne gefressen? Puh. Okay, jetzt oder nie? Nein! Ah, ich wollte doch. Kriech. Was ist das? Oh! Ich meine. Haha. Ach, das ist ein Spinnenfaden. Fuchs, hilf mir! Ah, da hinten ist noch was ich einsammeln kann. Und bei der Spinne ist bestimmt auch noch was. Ich will gucken. Ich muss gucken. Es tut mir leid. Ich muss gucken. Ah! Okay, wir werden nicht sofort umgebracht von denen. Hier brauche ich ein schwarzes Herz. Die Spinne tut uns gar nichts. Was wirklich seltsam ist. Warum tut uns die Spinne nichts? Vielleicht sollen wir ihr was zu essen bringen. Wovon ich tatsächlich am ehesten ausgehe. Lass mich raus! So, ich höre ab und zu mal dieses Klingeln auf dem Ohr. Was sonst wäre hier irgendwas, was ich einsammeln könnte oder freischalten könnte? Ich weiß nicht wo. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Vielleicht werde ich verrückt. Nicht in den Kamin, sondern hier oben lang. Ich wusste's. Ist das Gas? Oder Dampf? Wahrscheinlich eher Dampf. Da will ich nicht rein. Aber da ist ein Messer. Müssen wir den Dampf irgendwie ausschalten. Wenn wir den Dampf auskriegen, kriegen wir ein Messer. Dafür brauchen wir ein Ventil. Okay. Kann ich hier in den Kamin rein? Nein. Bin nicht der Weihnachtsmann. Gut. Was ist das? Hier brauche ich auch das schwarze Herz, oder? Ja. Da hinten ist ein Schalter oder ein Hebel. Hier ist irgendjemand. Oh, da hinten liegt das Skelett von der Person, das ist da ein Schatten. Interessant. Muss aber erst die Lore dahin ziehen. Dann kann ich da hoch? Ja. Was macht der Schalter? Ach, jetzt hier das. Achso, ich muss beides machen. Okay. Erst hier. Und dann hier. Okay, ich muss erst oben machen, dann unten. Ne, das schaffe ich ja nicht zeitlich. Komm schon! Damit. Okay, vielleicht doch erst oben und dann unten. Vielleicht muss es einfach runterfallen. Vielleicht ist das die Lösung. Kann ich das ein bisschen besser hinschieben? So?
Hep. Das wird so nix. Ich muss erst den oberen machen. Das ist auch zu langsam. Oder? Was ist denn mit dir? Hilf mir mal. Mein Dude. Genau, du kommst mal bitte hier runter. Oh Gott, ist das creepy. Kann ich nach unten sehen? Oh, ich kann nach unten klettern. Er kommt ganz langsam auf uns zu. Noch ein Stück. Noch ein bisschen. Jetzt kommt er. Oh, was ein Arsch. Aber schnell. Yay! So, Problem Nummer 2. Wie komme ich jetzt zurück? Hoffentlich ist der nicht schnell. Schnell weg! Der folgt uns doch bestimmt. Nein? Oh! Flashback? Offensichtlich. Oh, wir sind wieder der Ritter. Ist das dasselbe Haus, wo ich jetzt gerade bin? Hier ist der Baum, hier komme ich nicht vorbei. Ich kann die Tür eintreten. Und dann kommt Licht rein. No one knew where the people kept disappearing to. Wohin sind denn die Leute verschwunden? In the meantime, the pure-hearted drew their flowers. For the secret of the flowers lives on. Was ist das für ein Geheimnis mit den Blumen? Ja, die treffen immer. Oh! Oh, einfach rausgerissen. Krass. Du bist doch ein Mensch, oder? Nein, ich will nicht nach oben. Ich will nach unten. Ich frag mich, welcher Protagonist jetzt der gute, also welcher der beiden Charaktere jetzt der gute ist. Wenn es einen guten gibt. Muss ja nicht sein. Achso, jetzt kann ich wieder zurück. Ja. Okay. Hier noch ein paar kleine. Okay. Ist hier jetzt Boss-Time oder wie? Ja. Jetzt kann ich da hoch. Jetzt kann ich nicht eintreten, weil es ist falsch. Au. Was ein Schild. Aber nicht hin. Ich habe Schmerz bekommen, oder? Oder hat sich aus dem Schmerz gerade etwas Neues geformt? Au. Erstmal den Shortcut wieder aufmachen. Für den Fall, dass ich es brauche. Achso, ja, brauche ich. Auf jeden Fall. Jetzt muss man noch eintreten, ne? Ja, aber. Jetzt hier
rüber. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Du kannst mir nichts. Oh, ich bin tot. Shit. Upsi. Mir gerade noch gedacht, Mensch, ist echt schwierig, als Ritter zu sterben. Aber wohl doch nicht. Komm her. Hässliche Kreatur. Runter und oben und nach rechts. Erstmal regenerieren, ganz entspannt. Was meine Name ist. Doch jene, die den Liter dienen, konnten niemals ihre eigene Wohnung pflanzen. Gestorben, dammit. Kurz regenerieren. Ach, es teilt sich dann in kleine Beschlange. Auf. There's no salvation from the pain for them. Black for their hearts. Ich glaube, die weißleuchtenden Leute waren Menschen. The knight could never grow his own flower. He stole someone else's. But the stolen flower would never accept him. It's wrong. The knight will be forever damned for this. For all eternity. Ich habe das Gefühl, das wird ein sehr philosophisches und sehr, sehr offenes Ende am Schluss werden. Also das Ende am Schluss ist auch gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube nicht, dass viel erklärt werden wird. Aber wir lassen uns überraschen. Erst bis zum Schluss kommen. Irgendwas macht Geräusche. So, zieh dich mal da hoch. Endlich unser Messer. Und ich fürchte, ich werde jetzt sterben beim Messer. Nein. Cool. Man hat tatsächlich ein Messer erhalten. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar Wege, die wir gehen können. Hey, kleiner Fuchs. Oh, eine Seite. Piggy. Oink. Okay. Es gibt doch nur eine Möglichkeit, dieses Papier aufzufalten. Kleiner Fuchs, hi. Na komm. Ich glaube, der Fuchs ist voller Schmerz. Weil er noch was fühlt. Auch wenn es nur Schmerz ist. Zerstören? Oh! Jetzt rein? Eine Kiste, nice. Noch mehr Schmerz, sehr schön. Apropos Schmerz. Ah, mit dem Messer kommen wir schneller durch die Spinnweben. Gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommen wir, glaube ich... Oh, ich weiß, wo wir rauskommen. Oh, oh. Nein, Fuchs, Vorsicht! Okay. Von da kommt also irgendwas. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Oh, nein! Er lebt noch. Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Nein! Rennen! Ah! Fuchs, hilf mir!
Nein, das wollte ich nicht. Dammit. Ich wollte gerade nach oben springen. Irgendwas muss da sein. Nein, nicht der Fuchs. Okay, bring lieber mich um. Ich will den Hebel da oben aktivieren. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich möchte nicht wegrennen. Kleiner Fuchs, tut mir leid. Lauf. Schnell. Shit. Mach das auf. Lock den darüber. Du musst ihn wieder darüber locken. Ach, da geht's runter. Nein. Nein, der Fuchs. Ah, okay. Es ist also kein optionaler Weg. Komm schon, mach das auf. Mach das auf. Mach das auf. Warten. Jetzt. Wir haben gesiegt. Dankeschön, Fuchs. Du bist der Coolste. Wir haben jetzt 30 Schmerz, wir können wieder ein bisschen mehr von der Welt erfahren. Oh, da wäre eine Leiter gewesen. Dann mach ich gleich. Erst mit dem Fuchs reden. Nein. Er hat die gleiche Maske wie unser Loremaster. Ist das eine Blume? Oh. Wir haben auf jeden Fall die Maske zerstört. Das ist schon mal wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Vielleicht auch nicht. Oh, da wird er wieder. Au! Unfair. Gut. Oh! Komm her! Schönes Ding. So, jetzt komme ich da rüber. Okay, wir gehen mal weiter davon aus, dass alles, was reine Schatten sind, reine Schwärze, nichts mehr spürt. Nicht mal mehr Schmerz. Fuck. Falls ich das alles richtig interpretiere. Weiß ja auch nicht. Falls ich das irgendwie falsch interpretiere, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben und mich aufklären. Allerdings bitte spoilerfrei. Wenn ich fest davon ausgehe, dass ich das in den nächsten paar Tagen durchspielen werde. Weil es mich zu sehr fesselt. Also ich finde es sehr geil bis jetzt. Jesus. Also wie gesagt, die Schattenschwärze-Dinger sind Kreaturen, die nichts mehr fühlen. Alles, was weiß ist, spürt nur noch Schmerz. Also wahrscheinlich Menschen. Shit! Wow, cooler Spawn. Au! Goddammit! Das war mein Fehler. Aber das scheint irgendwie so wenig zu sein. Deckung gehen. Warten, bis wir heilen. Schreien lassen. So, jetzt. Die Ratten sind auch richtig nervig. Au! Ha! Aber unser Ritter sammelt auch Schmerz. Die Frage ist nur, wofür sammelt er es? Vielleicht, weil er keine Blume hat. Vielleicht braucht er das. Vielleicht ist das das Einzige, was ihn erfüllt. Sterbt! Wir werden es bestimmt rausfinden. Die Frage ist halt nur wann. Und ob wir das alles zusammen improvisieren müssen und zusammen philosophieren müssen. Weiß ich auch nicht. Wo sind wir jetzt? Ach, wahrscheinlich in der Burg.
Oh. Hey, das ist das Zeichen von Inmost. Er verneigt sich auf jeden Fall vor dem König der Burg. Und bringt ihm Schmerz. Ah ja. Sein sollt. Das gefällt der Blume offenbar. Oder auch nicht. Ist das die Blume von der Hexe? Wahrscheinlich. Und wir sehen wieder das kleine Mädchen. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Zehn. Versteckt oder nicht, ich komme. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch Inmost gefällt, dann klickt doch auf den oberen Link. Dort gibt's die gesamte Playlist zu meinem Let's Play von Inmost. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sag noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.